Es ist Dienstag. Ja. Es ist Dienstag. Und ich habe es geschafft, ein Video zu machen. Wie ihr vielleicht seht, hier unten, im Untertitel, gibt es heute kein Unterwegs in Dessau 8. Sondern es gibt ein The Voice of Germany Countdown. Ja. Ja. Ich zeig euch sofort, was ich singen werde bei The Voice of Germany. Es sind jetzt genau noch 9 Tage, bis ich dort bin, in Berlin. Und es wird bestimmt spaßig. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Und dann würde ich mal sagen, Film ab! You and me, we made a vow. Better or for worse, I can't believe you let me down, but it proves in the way it hurts. For months and I had my doubt, denying every tear. I wish this would be over now, that I know that I still need you here. You say I'm crazy, cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only. Das war jetzt der erste Beitrag. Den Song I Know I'm Not The Only One von Sam Smith werde ich a cappella performen. Nur den Refrain und den letzten Teil. Und ja, das war der erste Streich. Ich habe auch verschiedene Outfits an, damit ich vielleicht von euch Feedback bekomme, alle die das Video sehen. Was ich anziehen kann. Einer fragt seinen Freund, einer fragt Kumpels, ich frage YouTube. Und meine User, die das angucken hier, den Schwachsinn von Nosa. Ja, also Outfit Nummer 1. Das rosa Kleidchen, was ihr schon aus diesem Kanal kennt, denn bei Every Breath You Take hatte ich das auch schon an, da hatte ich bloß noch längere Haare. Und deswegen könnt ihr mir jetzt einfach mal, nicht jetzt, aber später, sagen, welches Outfit ihr am tollsten findet und was für ein Song ich habe. Also die stehen so gut wie fest, aber wenn jetzt einer sagt, oh mein Gott, singt das nicht, dann, ja, dann habe ich vielleicht noch einen Plan B. So, zweites und drittes Lied. Und zweites Outfit. Viel Spaß!
Das war Maps von Maroon 5 und Set Fire to the Rain von Adele, mal ein bisschen auf langsamer. Und das war mein Outfit mit einer Lederleggings, meinem Kirschfest-T-Shirt aus Naumburg und einem roten Jäckchen mit Lederapplikation hier an der Schulter. Und das wird so meine gefühlvolle Schiene. Denn die beiden werde ich mit musikalischer Begleitung singen. Und die anderen beiden, die jetzt noch folgen, auch. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know they score. On and on, does anybody want what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? The show must go on. Show me. Leggings mit einem anderen Oberteil und The Show Must Go On und On My Own von Les Miserables und von Queen. The Show Must Go On habe ich jetzt heute erst entschieden reinzunehmen, denn ich habe das Lied mal wieder gehört, mitgesungen und dachte, das nimmst du und nicht I Want to Break Free, sondern The Show Must Go On. Und das Lied ist doch mal der Hammer und ich singe es auch wahnsinnig gerne und der Text, die Textpassage Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Nach dieser Textpassage habe ich in meiner Jugend, ich bin ja noch meine Jugend, aber so als 13-14-Jährige gelebt, weil wenn mich was runtergezogen hat, habe ich einfach weiter gelächelt.
und es mir nicht anmerken lassen. So. Ja, das sind die Songs. Die beiden werde ich auch mit musikalischer Bekleidung singen. Das sind die Songs, die ich singen werde. Und ich freue mich darauf, das zu performen. Es sind ja drei Runden. Und das alles so zu bringen, dass man mich doch weiterlässt. Und dann irgendwann im Mai oder Juni auf meine Arbeit der Moderator von The Voice of Germany kommt und zu mir den Umschlag bringt, du bist in der Blind Audition. Das wäre doch mal cool. Der Voice of Germany Countdown, noch 9 Tage. Und ich bin langsam nervös und am Texteln. Vielleicht vermisst ihr heute etwas, nämlich meine Intensivwochen, was ich darüber zu berichten habe, aber ehrlich gesagt gibt es nicht viel, weil sich verändert hat nichts. Es war wirklich dieser Sprung am Anfang und dann konntest du es in die Tonne treten, aber ich werde es weiter durchziehen. Ich mache das Ding fertig und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Aber ich werde es auf jeden Fall erstmal durchziehen und auch weitere Regeln befolgen nach den 8 Wochen. Und das zweite Thema, was ich ja immer anspreche, ist Theater. Und da ich letzte Woche Mittwoch das Video gemacht habe und wir schon, oder ihr schon viel über das Theater jetzt erfahren habt letzte Woche, habe ich ja jetzt noch nicht so viel zu erzählen, weil wir gehen heute zu einer Sternwarte. Und da freue ich mich auch schon drauf, obwohl jetzt einige ausfallen wegen Krankheit, das finde ich sehr schade. Und ja, da gehen wir heute hin. Ich habe mitgekriegt, wenn ich so, also so ein bisschen was von gezielter Wahrnehmung bin. Irgendwie zieht es mich jetzt zu dem Thema Sterne, Universum und so, weil im März ist wieder eine Sonnenfinsternis von Deutschland aus nur halb zu sehen oder dreiviertels. Und hat mir meine Freundin einen schönen Text vorgelesen und den fand ich sehr interessant. Da habe ich natürlich gleich unsere Theaterchefin geschickt. Die hat sich sehr gefreut und das ist jetzt aber nicht das Große, weil den habe ich ja auch zufällig mitbekommen, aber das Eigentliche, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass ich gestern in einem Film war, der hier in Dessau nicht lief, sondern nur einen Tag und dann gar nicht mehr. Und jetzt lief er an dem besonderen Montag, Filmtag, lief er 17:20 Uhr. Und ich rede von Die Entdeckung der Unendlichkeit. Um jetzt nicht so viel darüber zu labern, um was es da geht, zeige ich euch wieder den Trailer. Jetzt steh schon auf. Morgen, Brian. Steven, dass du freiwillig die Doktorprüfung in Physik ablegen willst, weißt du, oder? Hallo. Hallo. Physik. Kunst. Ich bin Kosmologe. Was ist das? Ich studiere die Vermählung von Raum und Zeit. Das perfekte Paar. Man weiß nie, von wo der nächste große Sprung nach vorn letztlich kommt oder von wem. Und wenn ich die Zeit einfach zurückdrehe auf Anfang, um zu sehen, was am Beginn der Zeit selbst war? Dreh die Zeit zurück. Ich dreh die Zeit zurück. Machen Sie weiter. Ich weiß nicht wie. Noch nicht. Weiter drehen? Wohin? Man nennt es Motoneuronerkrankung. Die Lebenserwartung liegt bei 2 Jahren. Ich will, dass wir zusammen sind, so lange wie es geht. Es verändert aber alles.
Sie wissen nicht, was sie erwartet. Es wird eine sehr bittere Niederlage. Aber ich liebe ihn. Und er liebt mich. Wir werden diese Krankheit gemeinsam bekämpfen. Viel Glück. Wie geht's Ihnen? Geht mir ganz gut. Und dieses schwarze Loch am Beginn der Zeit, das ist brillant. Brillant, Steven. Gut gemacht, Doktor. Er hat eine Lungenentzündung. Er wird nur überleben, wenn wir einen Luftröhrenschnitt machen. Er wird nie mehr sprechen können. Doch, er wird. My name is Stephen Hawking. Jetzt ist er Amerikaner. Ist das ein Problem? Es ist eine große Freude, mit anzusehen, wie dieser Mann alle Erwartungen sprengt. Wissenschaftlich und persönlich. Das menschliche Streben sollte keine Grenzen kennen. Wie schlimm das Leben auch scheinen mag, solange ich lebe, hoffe ich. Danke. Entschuldigung, hast du gerade etwas gesagt? Ich sagte, danke. Das war der Trailer. Der Film ist an einigen Stellen sehr traurig, aber mein Gott. Ich mache jetzt keine Review. Ich wollte dazu nur sagen, dass ich jetzt weiß, wie es aussieht, wenn ein Stern stirbt. Und da wir so eine Szene auch im Theater haben, kann man das ja schön mit drauf kopieren. Ja, so, jetzt möchte ich nicht weiter labern, denn ich werde aufgeregt, wenn ich jetzt noch weiter über The Voice of Germany und über das ganze Theater und alles, was jetzt noch die nächsten Monate so kommt, rede. Ich will euch nur eins sagen, ich mache am Samstag ein kleines Special zur Menschenkette hier in Dessau, denn ich habe frei und bin dabei und kann euch ja mal ein bisschen davon zeigen. Okay, das war jetzt nur meine Vorankündigung und jetzt sage ich Tschüss. Und bitte, 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 bitte schreibt mir in die Kommentare oder bei Facebook jetzt in die Kommentare rein, welches Outfit euch gefällt, welcher Song euch vielleicht nicht gefällt. Ich bin da echt auf eure Meinung gespannt, weil das ist wirklich, ich brauche jetzt eure Meinung, um für mich auch Entscheidungen zu treffen. Okay? Dann sage ich Tschüss für diesen Dienstag, für diesen Alles ist möglich Dienstag. The Voice of Germany Countdown. Jetzt. Tschüss.